Guten Abend und herzlich willkommen zu einem weiteren Video vom Military Summary. Heute werden wir die aktuellsten Geschehnisse in der Ukraine vom 7. März 2024 besprechen. Und wir fangen direkt an und jetzt möchte ich erstmal auf die Verteidigungslinien eingehen, von der russischen Seite sowie von der ukrainischen Seite. Und zwar haben wir ein Video erhalten, wie ein russischer Hubschrauber die Verteidigungslinien abfliegt, sage ich mal, und diese filmt. Dazu möchte ich einige Worte verlieren tatsächlich. Und zwar, letztes Jahr haben wir gesehen, als die Offensive der Russen kurz vor der großen Sommeroffensive der Ukrainer beendet war und nicht viel am Boden passiert ist, ist halt aufgefallen, das kam gar nicht so in den deutschen Medien vor tatsächlich, dass die russischen Bodentruppen, die russischen Streitkräfte angefangen haben, tatsächlich riesige Verteidigungslinien zu bauen. Wir haben diese auch auf der Karte schwarz eingezeichnet. Das sind alle Verteidigungslinien, die innerhalb von dieser Pause gebaut wurden. Das waren ungefähr 6 Monate. Also 6 Monate haben die russischen Streitkräfte sich eingegraben. Und dann hat die Konteroffensive der ukrainischen Streitkräfte begonnen. Und erst dann kam das in den Medien zur Sprache, dass da ja einige Verteidigungslinien sind. Nicht nur eine, nicht nur zwei, sondern 3, 4, 5 Stück, die auf die Ukrainer halt warten. Und jetzt haben wir die Situation, dass seitdem die Offensive der ukrainischen Streitkräfte beendet war, dass die Lager an der Front, sage ich mal, wieder etwas ruhiger wurde in den letzten Monaten, bis die russischen Streitkräfte wieder angefangen haben, tatkräftig anzugreifen, Richtung Avdiivka, Robotyne, auch im Norden ging es ein bisschen voran. Und das wäre eigentlich die höchste Alarmstufe, würde ich mal sagen, für die ukrainischen Streitkräfte, einige Verteidigungslinien zu ziehen. Das ist aber jetzt in letzter Zeit nicht geschehen. Oder wenn, dann nur sehr, sehr, sehr sporadisch. Wir haben ein Video erhalten tatsächlich auch Richtung Odichiv, wie die ukrainischen Streitkräfte bzw. das Bodenpersonal anfängt, sich jetzt einzugraben, sage ich mal. Die fangen an, Schützengräben zu bauen, die fangen an, Positionen zu bauen, aus denen, wie ihr hier sehen könnt in dem Video, Positionen zu bauen, aus denen dann die MGs, die Maschinengewehre, die schweren Maschinengewehre schießen, etc. Die Schützengräben fangen sie auch an zu graben. Und das passiert jetzt gerade irgendwie viel zu spät tatsächlich. Also das wurde nie so thematisiert in den Nachrichten, deswegen wollte ich das mal ansprechen. Vielleicht könnt ihr dazu auch was beitragen in den Kommentaren. Also ich habe jetzt nicht viel dazu gefunden, nicht viel finden können dazu, dass die ukrainischen Bodentruppen angefangen haben, Verteidigungslinien zu ziehen. Also das ist eine totale Katastrophe eigentlich, wie ich finde. Wenn da jetzt nicht heimlich irgendwo welche gegraben wurden, aber davon hätten wir ja bestimmt Satellitenbilder bekommen oder irgendwelche anderen PR-Videos. Aber das passiert halt nicht. Jetzt fangen die halt an, jetzt wo alles halt anfängt in Richtung Großoffensive zu gehen, fangen sie an, Schützengräben zu machen. Also weiß ich nicht, das ist viel zu spät. Ich weiß gar nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Da haben die russischen Bodentruppen viel weiter gedacht. Ich glaube, die ukrainischen Bodentruppen, die haben gedacht, die große Konteroffensive, sie kommen wirklich bis zur Krim. Also mir war von Anfang an klar, dass die nicht zur Krim kommen werden. Also das ist jetzt, glaube ich, kein Geheimnis. Das war jetzt eher PR natürlich. Die werden es nicht schaffen, innerhalb von einem Jahr die ganzen Stellungen zurückzuerobern gegen die russischen Streitkräfte. Aber weiß ich nicht, über die Krim zu reden, diese einzunehmen und dann halt wirklich drauf zu pokern, das fand ich jetzt ziemlich unklug, muss ich gestehen. Da, weiß ich nicht, ich finde, das ist eine sehr kritische Situation und die wird wahrscheinlich auch den ukrainischen Streitkräften dann auf die Füße fallen, denke ich, in den nächsten Monaten, wenn die russischen Streitkräfte anfangen, aufs Gaspedal zu drücken und dann wirklich eine Großoffensive fahren, so wie es die ukrainischen Bodentruppen geplant hatten. So, das wäre es erstmal zu den Verteidigungslinien. Dann möchte ich direkt in Richtung Robotyne gehen. Hier haben wir sowas wie eine taktische Pause, die jetzt durchbrochen wurde in den letzten Tagen. Da haben sich viele Gerüchte kamen rum. Mal sind die ukrainischen Streitkräfte drin, mal die russischen. Aber am Ende des Tages haben wir das als Grauzone gelassen. Wir haben auch einige Bombardierungen in die Stadt der Ukrainer gesehen, von den russischen Streitkräften. Was bedeutet das? Dass eine umkämpfte Zone ist jetzt gerade das Dorf an sich, die Ruinen vom Dorf, besser gesagt. Jetzt haben wir ein Video erhalten, wie die russischen Bodentruppen
mittlerweile, wie ihr sehen könnt, das ist ein Quad, auf den drei Personen drauf sind. Diese greifen flexibel ein ins ukrainische Gebiet. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich zeige euch erstmal den Eingriff, weil das Video ist wirklich entscheidend. Ich denke, das wird sich jetzt wiederholen, solche Situationen. Ich denke, die Kriegsführung wird sich rasant ändern in den nächsten Monaten. Und zwar, wir sehen drei Mann am Boden, 1, 2, 3, wie sie die ukrainischen Schützengräben dort angreifen, die Verteidigungsposition, schießen da drauf und danach gehen sie auch wieder. Also die greifen kurz an, setzen das in Brand, werfen noch eine Granate rein und dann haben wir das Video, wie diese ganz gediegen zurückfahren zu ihren sicheren Stellungen. Und hier im Video können wir auch beobachten, dass dann die ukrainischen Streitkräfte natürlich versuchen, dieses Quad zu treffen. Ist natürlich nicht so einfach bei einem fahrenden Fahrzeug. Das ist ja auch noch schnell. Das fährt da bestimmt mit mehr als 70, 80, 90 Sachen das Feld entlang. Und ihr müsst euch vorstellen, da sitzen drei Personen auf einem 3, 4, 5.000 Dollar Quad. Und die ukrainischen Streitkräfte müssen massenweise Clustermunition auf die drei Personen werfen. Und so ein Schuss an Clustermunition kostet 9.000 bis 12.000 Dollar, habe ich gelesen. Also, das ist auch ein wirtschaftlicher Krieg, den die russischen Streitkräfte mit solchen Nadelstichen gewinnen. Wir hatten das am Anfang des Krieges, da haben die ukrainischen Bodentruppen angefangen mit Drohnenangriffen, womit wirklich keiner gerechnet hat, dass das so krass sein wird, weil das war ja wirklich wie ein Call of Duty. Da sind einfach Drohnen rumgeflogen, überall, bis jetzt immer noch. Und da habe ich vor kurzem eine Doku gesehen, da haben die ukrainischen Bodentruppen darüber geredet, dass die sich freuen, wenn es nebelig ist, wenn viele Wolken da sind. Weil sobald der Himmel klar ist, dann können die nicht mehr rausgehen, weil dann wird irgendwo eine Aufklärungsdrohne, eine russische sein und dann sieht es halt schlecht aus. Da muss man halt wirklich Deckung aufsuchen. Und jetzt werde ich, ich vermute, dass die russischen Streitkräfte jetzt versuchen werden, um Robotene die ganzen Felder hier einzunehmen. Ich habe das schon mal grau eingezeichnet und einige Angriffe wagen, sowas wie Nadelstiche auf Quads. Ich denke, das werden wir jetzt vermehrt sehen. Die werden jetzt nicht mehr mit gepanzerten Fahrzeugen 3, 4, 5 Stück in der Kolonne vorfahren, um dann Bestellungen anzugreifen. Sie wissen ganz genau, die ukrainischen Bodentruppen, die Streitkräfte haben Auge auf sie. Die sind Aufklärungspositionen natürlich auch überall. Also sobald da die russischen Streitkräfte reinkommen, das ist sofort bekannt. Die Artillerie fängt an zu schießen. Die Verstärkung kommt angerückt. Also jetzt haben wir eine neue Art von Nadelstichen, die gesetzt wird von den russischen Streitkräften. Und das wird sich, wie ich denke, in Zukunft vermehren. Also sowas werden wir halt viel öfter sehen, wie die dann auf dem Quad rankommen mit drei, zwei, drei, vier Mann, vielleicht auch alleine, ein paar Schüsse abgeben, eine Stellung angreifen und dann losbrettern ganz schnell. Und die Dinger, die sind auch unfassbar schwer zu kriegen. Ihr könnt euch vorstellen, mit einem Quad dann durch die Felder hier zu fahren, die kriegt keiner. Da muss man echt Glück haben, um die zu treffen, dann mit der Artillerie oder mit der Clustermunition. Daher müssen wir die nächsten Monate mal abwarten. Gehen wir mal ein bisschen nördlich. Da haben wir auch einige Meldungen. Natürlich haben wir hier auch an der Front Bombeneinschläge, aber das ist eher Routinearbeit. Das passiert tagtäglich. Darauf werden wir heute jetzt nicht allzu genau eingehen. Und dann gehen wir mal Richtung Rajajne Staromajorsk. Hier haben wir eine Bombardierung erhalten, wie Fabbomben einschlagen auf die ukrainischen Stellungen. Wie ihr hier sehen könnt, hier ist ein Waldstück mit Treeline. Dort hageln vier Fabbomben ein. Fab 500 müssen das sein. So groß war die Explosion auch wieder nicht, wie bei den 1500ern. Also die bombardieren ja ganz stark die Verteidigungslinien der ukrainischen Bodentruppen. Und ich denke, jetzt in den nächsten Wochen wird halt die Avdiivka-Taktik, sage ich mal, probiert. Man versucht, das Gebiet zum Zingeln einzukesseln. Dann bombardiert man es, bis die letzten Verteidigungspositionen verlassen werden und dann stürmt man es. Dann haben wir so eine Situation wie in Avdiivka. Und das werden wir gleich in Chasavjar noch besprechen. Also diese Taktik, die wird jetzt angewandt bei fast jedem größeren Dorf, sage ich mal. Ruinen sind es wahrscheinlich, eher besser gesagt. Das sind keine Dörfer mehr. Aber wir sehen es und es scheint zu klappen. Also auch haben die russischen Streitkräfte jetzt wirklich gelernt. Sie sind adaptiert an die Situation. Sie wissen, was sie zu tun haben, haben gelernt. Und ich kann euch mal ein Beispiel nennen. Zu Beginn des Krieges, da waren die russischen Verluste um einiges höher. Also da, wo sie gerade mit den 200.000 Mann in die Ukraine rein sind, dann hat es massive Verluste gegeben, weil die Doktrinen sind sehr veraltet, sage ich mal. Das sind halt noch Sowjetdoktrinen.
Und ein Beispiel, wenn, stellt euch vor, ihr seid ein Bodentruppen russischer Soldat und ihr habt dann eine Stellung gefunden, wo ganz viele ukrainische Soldaten sind. Und ihr wollt dann einen Artillerieschlag anfordern. Dann müsst ihr erstmal zum Commander gehen. Und es muss erstmal um drei Ecken. Also ihr müsst über drei Positionen hochgehen. Drei Leute müssen kontaktiert werden, damit die oberste Person, ich meine, das war der Divisionsführer, bis er sagt, ja, okay oder nein. Und dann geht es genauso wieder runter und dann wird erst die Artillerie darauf ausgerichtet. Und bis dahin sind die natürlich weg. Das sind halt sehr veraltete Doktrinen und auch die Ausbildung der russischen Bodentruppen war halt ziemlich mager, sage ich mal, oder ließ zu wünschen übrig, sagen wir es mal so. Die sind teilweise Leute gewesen, die waren erst ein paar Monate im Training, die waren gar nicht eingestellt auf Krieg und auf einmal mussten sie ein Land überfallen, was fast doppelt so groß ist wie Deutschland. Könnt ihr euch vorstellen, dass es das mit Chaos verbunden ist? Da sieht man halt die Korruption, welche in diesen Ländern im Osten halt herrscht. Da hat der russische Präsident Wladimir Putin dann, denke ich mal, ziemliche Falschinformationen erhalten. Da wurde ihm die Lage beschönigt. Die dachten, die Generäle, die Kommandeure dachten, es sind wie auf der Krim, nehme ich an. Und ja, das hat dann nicht so geklappt. Und jetzt haben wir so einen Zermürbungskrieg wie hier. Richtung Nowomichailowka haben wir einen Angriff erhalten. Ein schönes Video, was ich euch gerne zeigen möchte. Das war ein sehr schönes Video. Ein schönes Video zum Veranschaulichen, wie so ein russischer Angriff abläuft. Und hier sehen wir, wie die russischen Bodentruppen voranfahren, die Minen klären, die Minenfelder umfahren, wie ihr hier seht, und die Infanterie natürlich auch im zweiten Fahrzeug dahinter dabei vorankommen, um anzugreifen. Und hier im Video sehen wir, wie die russischen Bodentruppen erstmal von hier nach dem Fallen entlang zu der ersten Position an diesem Waldstück hier gekommen sind. Haben die Minen umfahren, die wurden zwar dabei auch angegriffen natürlich, aber haben es erfolgreich gemeistert und im zweiten Angriff haben sie dann, sind sie fast in den Süden der Stadt reingekommen, wie ihr in diesem Video auch sieht. Also Nowomichailowka ist mittlerweile umkesselt. Wie gerade auch erwähnt, bei Nowomichailowka, also die, ach, Bastara-Majorsk war das, Rajaine, die umkesseln die Stadt, bombardieren alles platt, was da ist, dass die Soldaten, die Infanterie sich halt zurückziehen muss in in den Untergrund, in die Keller, in die Bunker. Und halt sich nicht blicken lassen kann. Weil dann fliegen ja auch noch überall FPV-Drohnen rum. Und das ist ein Druck, der herrscht. Da könnt ihr euch vorstellen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ihr seid Soldat, genau hier, in diesem Bereich, den ich ein bisschen goldig markiert habe, in dem ukrainisch besetzten Gebiet oder ukrainisch gehaltenen Gebiet. Und wenn ihr genau hier in dieser Straße seid, könnt ihr euch ja vorstellen, egal von welcher, also von wo ein Angriff kommt, ob von Süden oder vom Osten, ihr habt ein Problem. Und zwar rauszukommen. Und ich denke, in den nächsten 2, 3 Wochen werden wir eine ähnliche Situation wie in Avdiivka haben. Es wird eine Menge Gefangene geben, oft von der ukrainischen Seite. Und das wird jetzt, denke ich, ein nicht allzu schweres Spiel für die russischen Streitkräfte in diesem Gebiet. Auch müssen wir halt darauf achten, ob nicht aus Pobeda weiter vorgerückt wird, weil wenn die Straße entlang fahren, ich versuche das mal einzuzeichnen, wenn die aus Pobeda die Straße entlang fahren, dann werden auch die Truppen hier abgeschnitten. Und sobald Nowomichailowka eingenommen wird, dauert es nicht mehr lange, bis Paraskowkiwka, Konstantinivka eingenommen werden. Und dann geht es halt die Straße hier entlang. Wie ihr sehen könnt, das ist einfach nur eine Straße mit ganz vielen Dörfern. Das wird halt ein leichtes Spiel. Daher müssen wir halt gucken, ob da nicht genug Verstärkung kommt, ob da nicht das gute Equipment besorgt wird. Und ja, die Zeit wird zeigen, was es bringt. Richtung Marinka, Gierivka haben wir nun eine Meldung bekommen, dass der Fortschritt, den wir eingezeichnet hatten, wir hatten vermutet, also darüber haben wir gestern gesprochen. Nach Berichten sind die russischen Bodentruppen hier, nach Videos, nach Beweisen sind die hier. Und die scheinen wirklich tatsächlich hier hinten zu sein, haben Bericht erhalten von dem Mapper. Sehr glaubwürdig, dass die russischen Bodentruppen nicht weiter als hier sind. Die sind noch nicht im Zentrum von Gierivka angekommen. So, worüber können wir noch? Krasnagorivka, entschuldigt. Keine weiteren Berichte über den Boden. Wir vermuten, dass die russischen Bodentruppen im Süden der Stadt angekommen sind. Jedoch haben wir keine Videobeweise darüber. Aber die Bombardierung mit Fabbomben, mit Artillerie geht weiter. Hier sehen wir, wie die ukrainischen Stellungen angegriffen werden. Und es wird ein neues Maßstab gesetzt, würde ich sagen, in den letzten Tagen. Und zwar haben wir jetzt verstärkt Videos davon, da wird kein Equipment angegriffen,
sondern es werden halt Stellungen angegriffen. Und ihr könnt hier im Video sehen wir das ganz gut. Da werden halt Häuser angegriffen, da werden halt die ukrainischen Soldaten sein. Die werden da, glaube ich, nicht eine FAP benutzen, um da eine Antipanzerrakete, eine Antipanzerverteidigungsstellung da anzugreifen, sondern da werden die eine Konzentration von ukrainischen Bodentruppen vermuten und dann halt dort die Artillerie, die FAPs reinschmeißen. Also ich denke, in den letzten Tagen haben wir eine hohe, hohe, hohe Masse an ukrainischen Verlusten. Und die Situation, dass die russischen Bodentruppen halt in der Überzahl sind, meine ich gerade, also über 600.000 Truppen, von denen wir wissen, vielleicht sind es sogar noch mehr, sind gerade an der Front und die ukrainischen Streitkräfte werden halt massiv unter Druck gesetzt. Sie können sich nicht erlauben, die Stadt mit einem Minimum an Soldaten zu halten. Da wird halt eine Menge drin sein. Damit, falls die Russen halt irgendwie die erste Verteidigungslinie überlaufen, welche hier an den Eisenbahnschienen ist, ich versuche das mal einzuzeichnen, die verläuft hier entlang. Sobald die erste Verteidigungsstellung hier überlaufen ist, dann ja, haben wir die Awdijewka-Situation. Ne? Da müssen wir aufpassen, was da passiert. Wir haben auch einen möglichen Plan von Marat Harulin erhalten, wie die russischen Bodentruppen vorgehen werden, aber weiß nicht, wo er die Informationen haben will, finde ich immer sehr lustig, wenn Leute da irgendwelche Geheiminformationen publizieren. Aber wird wahrscheinlich auch nur eine Vermutung von ihm sein. Richtung Awdijewka haben wir jetzt nicht allzu viel, also ja, die typischen Gefechte, die halt dort stattfinden, auch aktuell finden dort Kämpfe statt. Weniger, aber dennoch finden sie statt. Und wenn wir in Richtung Awdijewka sind, haben wir eine Nachricht erhalten, dass die russischen Bodentruppen, die haben die, oder die russischen Besatzer, sage ich mal, die haben die Eisenbahn zum Laufen bekommen. Und das ermöglicht eine ganz andere logistische Möglichkeiten für die russischen Streitkräfte. Wenn wir uns ansehen, sie können aus Donetsk nach Luhansk, sie können nach Werno-Turiecki, sie können nach Nowosiljowka, sie können mit dem Zug die Truppen verlegen. Und das ist halt ein riesiger taktischer Vorteil. Wenn ihr innerhalb von Stunden nur mit dem Zug, sagen wir von Donetsk an die Front hier, sind von. Dann habe ich das falsch angeklickt, entschuldigt. Nach Donetsk. Damals, ja, 30 Kilometer. Natürlich Luftlinie, das wären dann mit der Bahn, denke ich mal, falls da Eisenbahnstrecken sind. Ja, hier sehe ich eine. Ja, das sind ein paar Stunden, ne? Und dann sind die Truppen drüber. Also da haben die auf jeden Fall logistisch ganz, ganz neue Möglichkeiten erhalten. So, gucken wir mal Richtung Kodjumowka. Hier haben wir auch einige Informationen erhalten. Aber bevor wir zu Kodjumowka kommen, möchte ich einmal hier zeigen, wir haben einige Videos erhalten, wie die russischen Streitkräfte auch hier die Gegend südlich von Klischivka. Klischivka ist eine Stadt, die hatten die ukrainischen Streitkräfte, ich meine September 23, wieder eingenommen in der großen Konteroffensive. Und auch das Gebiet wird massiv gebombt. Wir sehen die Videos, also wir haben Kämpfe, Bombardierungen ohne Ende. Also ja, zwei Flugzeuge fliegen zurück. Die werden da nicht einfach so gewesen sein, sondern die werden bis an die Zähne bewaffnet hingeflogen sein und dort die Bomben abgeworfen haben. Und eine Situation, die jetzt möglich ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass die einfach so auch Clustermunition hier verwenden, um, ach ja, hier haben die russischen Streitkräfte eine Drohnentruppe, sage ich mal, also ein Drohnenkommando angegriffen mit Clustermunition. Die haben sich hier in dem Video, waren da versteckt, haben von da aus operiert. Ich denke nicht, dass da irgendwas überlebt hat nach den Angriffen. Also haben auch die vernichtet, die Drohnen-Operator. Und ich denke nicht, dass sie das einfach so gemacht haben. Ich denke, in der nächsten Zeit wird halt in die Richtung ein Vorstoß kommen. Sie werden die Felder einnehmen wollen, nehme ich an. Ungefähr so ganz, ganz grob gezeichnet, so in die Richtung. Und wenn das halt passiert, dann wird auch auf Klischewka Druck ausgeübt. Und dann ist Klischewka auch umzingelt. Und dann könnt ihr euch natürlich denken, auch nach den ganzen Bombardierungen von den russischen Streitkräften auf Klischewka etc., könnt ihr euch vorstellen, das sind eh sowieso nur noch Ruinen. Da wurde letztes Jahr schon massiv gekämpft. Da sind wirklich Ruinen. Da sind nicht viele Versteckmöglichkeiten für Infanterie, für Equipment. Und sobald Klischewka eingekesselt ist, wird es halt auch sehr schnell eingenommen. Und das ist natürlich auch ein riesiger PR-Sieg für die russischen Streitkräfte, für die russische Föderation an sich, weil das ist das Gebiet, was sie verloren haben. Wenn sie dann Robotinnen noch einnehmen, Klischewka einnehmen, dann, boah,
Dann sind die ganzen Eroberungen, Rückeroberungen der ukrainischen Streitkräfte von der großen Konteroffensive zunichte gemacht. Dann ist das gelaufen. Das PR-technisch, moraltechnisch macht da schon einen Riesenunterschied. Aus Sivanovka haben wir jetzt keine Neuigkeiten. Ich denke, die Kämpfe werden immer noch anhalten. Haben jetzt zwar keine Neuigkeiten, aber eine taktische Pause wird es da nicht geben, wenn die russischen Streitkräfte drin sind und das dann noch eine Grauzone ist. Und Richtung Chasavjar möchte ich auch einmal auf was hinweisen. Und zwar, wenn wir mal ein paar Tage zurückgehen, seit dem 1. bis jetzt die Angriffe zählen. Also wirklich, um Gottes Willen, das ist ja unfassbar. Was für eine Dichte an Angriffen wir Richtung Chasavjar, Klischewka und rund um die Gebiete drumherum haben. Jetzt zoome ich mal rein, da sehen wir noch mehr Videos. Also Chasavjar, das ist die nächste Stadt. Das sind, denke ich, sowieso nur noch Ruinen. FAB 1500, Iskander, die haben ja nichts gespart. Ne? Also da haben die alles mit allem angegriffen, was sie haben. Und das merkt man. Und auch hier das Gleiche wie in Krasnajewka. Sie werden, oder auch Noromelivka, sie werden da nicht 10, 15 Mann-Trupps irgendwo aufbewahren können, sondern da sind wenige Verstecke. Dort wird eine Menge an Infanterie konzentriert und die Angriffe sind dann halt, wenn mal einer richtig gut trifft, dann haben wir auch hohe Verlustzahlen. Das meldet sogar auch das russische Verteidigungsministerium, veröffentlicht ja Zahlen jeden Tag und aus der Richtung Chasavjar haben wir auch hohe Verlustzahlen. Ich meine, heute waren es 200, 300, in den letzten Tagen waren es um die 150, also hier sind die Zahlen auch gestiegen. Und wie gesagt, nicht, dass ich den Zahlen glaube. Ich glaube keiner Kriegspartei mit den Zahlen, aber es ist trotzdem ein grober Richtwert, wo gerade mehr passiert als woanders. Und das sind die Zahlen für mich und nichts anderes, keine Anhaltspunkte. Wenn die Ukraine mit Russland im Krieg ist, dann wir können der ukrainischen Seite nicht glauben und genauso können wir der russischen Seite nicht glauben. Wir können der ukrainischen Seite nur glauben, wenn sie zugeben, Gebiet verloren zu haben und wir können der russischen Seite nur glauben, wenn sie zugeben, Gebiet verloren zu haben. Nur negative Nachrichten können wir einigermaßen glauben, wenn es nicht auch Fake News ist. Ansonsten, ja, die Videos sprechen Bände. FAB-Bombardierung ohne Ende. Hier werden die Verteidigungspositionen in den Wäldern angegriffen und ich denke, es wird nicht lange dauern. Dann werden die russischen Bodentruppen eine Offensive am Boden auch starten. Sie werden, ich versuche das mal einzuzeichnen, sie werden dieses Gebiet auf jeden Fall versuchen einzunehmen, kurz vor Chasavjar. Auf jeden Fall erstmal die Höhe hier, um Iwanowska einzunehmen und dann wird es halt in die Richtung gehen. Auch in Borodinivka, das wird auch nicht mehr lange dauern, falls die Russen das schaffen. Und dann, sobald das Stück eingenommen ist, dann sind sie in der Stadt drin und gehen über Kanal auf Chasavjar. Und das wird halt kein schönes Ding. Ne? Also da wird auch, denke ich, wenn die russischen Streitkräfte es schaffen, die Stadt oder das Dorf besser gesagt, genauso wie Avdiivka unter Druck zu setzen, dann wird es halt ein Avdiivka 2.0. Und das Bild zeichnet sich in den anderen Städten auch. Ich weiß gar nicht, was die ukrainischen Streitkräfte dagegen machen wollen. Im Nachrichten haben wir gelesen, da hat die US-Regierung, ich weiß nicht, nicht mehr genau, wer das war, ob es Biden war oder ein anderer Vertreter der US-Regierung, dass die ukrainischen Bodentruppen wohl einen Ass im Ärmel haben oder noch für eine Überraschung noch gut sind. Aber weiß nicht, was für eine Überraschung die da haben. Weil wir sehen eigentlich nur Bombardierungen. Das Video zeigen wir jetzt nicht aufgrund von Todesfällen. Das könnt ihr euch gerne auf der Karte angucken. Ansonsten ja, auch die Versorgungswege werden hier angegriffen. Also die Linien zu Kanal von Chasavjar. Und die werfen da Granaten ab auf die Bodentruppen. Ich weiß nicht, wie lange das noch gut geht. Oder wie lange. Ich denke, desto schneller eine Bodenoffensive startet Richtung Chasavjar, desto weniger Soldaten werden, glaube ich, ums Leben kommen. Also, das ist meine Einschätzung von der Situation aktuell. Ich glaube nicht, dass da es irgendwann noch sinnvoll ist, weiter Bomben drauf zu werfen, weil das die Stadt sind Ruinen. Die warten natürlich auch auf den Kollaps, dass da die erste Verteidigungslinie kollabiert, dass die Leute da weglaufen, wie in Avdiivka. Die anderen, die Kollegen wegrennen sehen, denken sich auch, jo, was mache ich denn noch hier? Und das wird dann halt alles in eine Richtung gehen. Und ja, wie gesagt, also die Videos sprechen Bände, ne? Da brauchen wir nicht diskutieren, das ist schrecklich. Nur noch Ruinen, die dort übrig sind. Auch Cluster-Munition, das möchte ich mal dazu erwähnen. Gucken wir nochmal Bialaworowka. Ach, keine Neuigkeiten, Entschuldigung, das hatte ich falsch im Kopf. Bisschen nördlich nicht allzu viel. Teren hatten wir jetzt auch nicht viel.
wie die gewöhnliche Arbeit. Bielorivka, ja, hatten wir einmal einen Angriff von den ukrainischen Streitkräften gegen die russischen. Wir sehen, die halten noch gegen, die scheinen noch ein paar Drohnen zu haben, greifen das Equipment der russischen Streitkräfte an. Und in den letzten Tagen haben wir auch über Bielorivka berichtet. Hier ging es auch gut zur Sache. Da hatten wir das Video genau hier in dem Gebiet, wie die ukrainischen Streitkräfte hier weggelaufen sind, die Stellung verlassen haben, die Stellung aufgegeben haben und weggelaufen sind. Ich habe vermutet, dass die russischen Streitkräfte in der Nacht noch das Gebiet, was ich hier grau eingezeichnet habe, noch einnehmen werden. Aber ist jetzt noch nicht viel passiert. Wahrscheinlich werden die nicht alle Stellung verlassen haben, denke ich. Oder die russischen Streitkräfte haben das als Falle gesehen oder weiß nicht. Ansonsten haben wir noch ein paar FPV-Drohnen, die in die Richtung einschlagen und auch hier, weiß nicht, ob die dann irgendwann eine taktische Pause hier einlegen. Ihr könnt die ganzen Stellungen sehen. Auf dem Video sieht man die ganz gut, wie die ukrainischen Streitkräfte sich eingraben, verstecken und oder sich Stellungen bauen, besser gesagt, in den Bergen. Also ja, das wird auf jeden Fall kein leichtes Ding, auf den Berg zu kommen, weil die sind ja in der Erhöhung und das wird nicht einfach, wenn sie nicht hier schon den östlichen Teil eingenommen haben, natürlich. Ansonsten haben wir aus der Richtung Kharkiv hier nicht viel. Die Routinearbeit, Drohnen aus Terni, worüber wir geredet haben, haben wir auch keine neuen Informationen, ob sie jetzt auf ihrem Polivka sind, ob sie Terni eingenommen haben, Novosadove eingenommen haben, keine Informationen. Ob sie zurückgeschlagen wurden, keine Informationen. Müssen wir abwarten auf die nächsten Tage. Ansonsten in Richtung Kharkiv, am Grenzgebiet, haben wir ein Video erhalten, wie auch die russischen Streitkräfte anfangen, Cluster-Munition zu verwenden. Hier sehen wir das. Hier werden die Stellungen angegriffen von den ukrainischen Streitkräften. Ihr könnt in dem Video sehen, also in den letzten Tagen, die Angriffe sind sehr, sehr, sehr krass Richtung Grenzgebiet, ukrainisch-russische Grenze. Man kann nur vermuten, was da passiert. Und eine weitere Meldung, welche passend dazu ist, wir haben eine vollkommene Evakuierung von 55 Dörfern in diesem Gebiet hier. Und ja, da könnt ihr euch denken, warum da eine Evakuierung ist. Da werden die Häuser halt gebraucht, um als Munitionsdepot zu dienen, um Verteidigungsstellungen zu errichten, dass da halt die ukrainischen Soldaten halt drin sein können, Stellung beziehen können, drin schlafen können, einen Ort haben, wo sie nicht von der Drohne gesehen werden. Also in diesem Gebiet, das ist ein bisschen zu groß eingezeichnet hier. Also es ist ein bisschen kleiner, das Gebiet, aber ich habe es jetzt schon mal ein bisschen größer gezeigt, um die Richtung zu zeigen, wo es hingehen soll. Also die ukrainischen Streitkräfte, die erwarten auf jeden Fall viel Richtung Kharkiv. Ich denke, die bereiten jetzt gerade hier alles, soweit es geht natürlich, weil die Stellung fängt man ja jetzt erst an zu bauen, wie es aussieht. Oder hat man vor kurzem erst angefangen. Ob das was wird, muss man halt gucken. Ich habe da meine Zweifel, ob das so eine gute Idee war, alles auf die Kontroffensive zu setzen. Ansonsten müssen wir abwarten. Auf jeden Fall, die Dörfer wurden evakuiert. Und jetzt müssen wir gucken, was passiert natürlich. Ich denke, dass die russischen Streitkräfte sich erstmal Zeit lassen werden. Ich denke nicht, dass sie den Fokus hier Richtung Kharkiv gerade haben. Das geben halt die ganzen Videos einfach nicht her. Ein weiteres Video, was wir erhalten haben vom Grenzgebiet. Hier wurde ein weiteres Dorf angegriffen. Sumy, das haben wir schon mal in den Nachrichten letztes Jahr gehört. Da wurde auch letztes Jahr schon stark bombardiert. Und hier haben wir die Bilder von einigen Einschlägen, die dort geschehen sind. Und hier fängt man an, Verteidigungslinien zu ziehen Richtung Sumy. Also das wird halt die Theorie bestätigen, welche wir gerade aufgestellt haben, dass die ukrainischen Streitkräfte halt eine Offensive Richtung Kharkiv erwarten. Hier fangen die an, Schützengräben zu bauen. Ich denke, dass wir, dann werden die halt, hier habe ich schon mal eingezeichnet, diese Verteidigungslinie halt irgendwie halten wollen. Ungefähr, natürlich nicht hundertprozentig, aber ich denke, in die Richtung wird es gehen, halt um die Hauptstraße hier herum, dass sie halt noch Versorgungswege haben. Aber ob die dann diese Versorgungswege nutzen können, ist halt eine andere Geschichte. An politischen Informationen, es gibt nicht allzu viel, aber eigentlich dafür ganz interessante Sachen. Aus Kiew jetzt nichts Besonderes, sage ich mal, ein paar Zeitungsartikel von der Washington Post etc., von anderen westlichen Zeitschriften, dass die Verteidigungsphase, sage ich mal, losgeht. Also hier haben wir ja den Zeitungsartikel vom Wall Street Journal, dick, 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 also graben, graben, graben.
Die ukrainischen Streitkräfte müssen sich gerade wirklich in Verteidigungsposition begeben und graben, so schnell es geht. Ist natürlich auch nicht so einfach, weil die russischen Streitkräfte sehen das ja und attackieren auch. Und die Drohnen haben 10, 15 Kilometer Reichweite teilweise, also das ist nicht schön. Gucken wir uns doch erstmal die Videos in der Ukraine an. Wir haben weitere Videos von Mobilisierungen erhalten, wie Leute zwangsmobilisiert werden, wird auf ukrainischen TikTok-Kanälen, Telegram-Kanälen veröffentlicht. Also, wie besprochen bereits, da geht es halt darum, einen öffentlichen Druck auszuüben auf die Bevölkerung, dass ein Kommen sinnlos ist. Also, meine Vermutung natürlich nur, ob stimmt, das werden wir sehen. Ob das wirklich so ist, ist nur eine Vermutung, oder werden wir vermutlich nicht sehen. Auch aus Odessa haben wir einige Mobilisierungsvideos, und zwar hier sehen wir, wie die Soldaten, welche die Leute zur Mobilisierung abholen, hier an den Stromkasten gehen, im Keller einer Wohnung, die schalten den Strom aus, warten dann um die Ecke, dann kommt der Kollege, um den Strom auszuschalten. Die hören das natürlich, dass was aufgegangen ist, gehen um eine Ecke und nehmen ihren Landsmann mit zur Mobilisierung, weil die müssen natürlich auch Quoten erfüllen, die müssen eine bestimmte Anzahl jeden Tag halt mitnehmen. Und die kriegen natürlich auch einen Druck, also die Leute, die mobilisieren. Und ja, das kann man sehen, wie man will. Zwangsmobilisierung. Am Ende, das Land befindet sich im Krieg. Und man muss natürlich auch sein Land verteidigen. Gesetzlich auch. Ich meine, in Deutschland, da bin ich mir gerade tatsächlich nicht zu 100% sicher, wir haben halt die Wahl. Ich meine, wenn bei uns der Kriegsfall eintrifft, soziale Sachen auch zu leisten. Aber ich bin mir sicher, wenn Deutschland sich in so einem Krieg befinden würde, und im Osten wird ein riesiger Krieg halt stattfinden, dann wird uns die Polizei oder die Mobilisierungskommandos, die werden uns auch nicht fragen, ob wir ins Krankenhaus wollen, sondern die nehmen uns mit und dann geht es an die Front und kann man für sich entscheiden, ob man das richtig findet oder nicht. Eine weitere Meldung aus Moldova. Hier haben wir von Macron die Meldung erhalten, dass dieser nach Moldova Streitkräfte schicken wird, um dort die Truppen zu trainieren. Ja, das lässt viel Platz für Spekulation. Eine Spekulation, die ich euch gerade mal vorstellen möchte, da haben wir uns Gedanken drüber gemacht, warum macht der Macron das? In letzter Zeit haben wir gesehen, der hat halt einen sehr radikalen Kurs auf einmal eingeschlagen. Womit das zusammenhängt, weiß ich nicht, ob das wirklich Angst ist oder ob das politische Gründe hat. Das weiß ich nicht, da bin ich leider nicht tief genug im Thema. Nicht tief genug in der französischen Politik drin, aber auf einmal hat er halt angefangen, richtig Druck auszuüben gegen Russland. Für die NATO natürlich auch eingestanden und mit einem Wir-Gefühl argumentiert. Und jetzt schickt er Truppen nach Moldova. So, wir hatten bereits die Info, dass Macron Soldaten in die Ukraine schicken will, dass diese dann eventuell das Grenzgebiet dann sichern, um dort ukrainische Streitkräfte freizusetzen, die dann an die Front können. Und hier gibt es halt ein Szenario, was wir uns vorstellen können. Wir sagen nicht, dass es 100% so ist oder so sein wird, aber ein Szenario, was vorstellbar ist, dass die Truppen, welche zum Training da sind, um die Streitkräfte in Moldova zu trainieren oder zu unterstützen, halt und vielleicht in dem südlichen Gebiet von Moldova, ja, im südlichen Gebiet von Moldova sind und dort dann eventuell, ja, falls die russischen Streitkräfte Richtung Odessa vorrücken, dann vielleicht auch nach Odessa gehen, um dort dann Druck auf die Russische Föderation auszuüben, dass diese dann Odessa nicht einnehmen. Weil sobald Odessa eingenommen ist, da wird halt der Krieg eine Wendung kriegen, sage ich mal. Die Ukrainer sind dann vom Schwarzmeer abgeschnitten. Wirtschaftlich ist das ein Super-GAU, weil wegen dem Getreide etc., was halt den Hafen in Odessa und den umliegenden Regionen verlässt, das ist ein wirtschaftlicher Schaden. Es gibt sowieso gerade fast keine Wirtschaft in der Ukraine, sie sind sehr, sehr abhängig vom Westen, auch wirtschaftlich, also auch mit Hilfsgeldern für Renten, für Sozialleistungen etc., um sowas zu zahlen. Und ja, das ist halt ein Szenario, ich denke, ist es möglich, nicht sehr wahrscheinlich, aber möglich, dass sobald dann in den nächsten Monaten eventuell die russischen Streitkräfte Richtung Odessa vorrücken, die schaffen es Richtung Cherson durchzurücken, die Gebiete einzunehmen, die Flussüberquerung etc., dass dann eventuell die Truppen aus Frankreich
mal dahin spazieren gehen Richtung Odessa, um dann zu gucken, jo, was macht der Russe jetzt? Ich hoffe nicht, dass es passieren wird, weil dann werden wir natürlich auf jeden Fall den Dritten Weltkrieg, wie soll ich sagen, Auge um Auge werden wir uns dann stehen mit dem Dritten Weltkrieg. Ja, hoffen wir einfach nur, dass es eine Provokation ist in die Richtung. Dann eine weitere wichtige Sache, welche sich ereignet hat. Heute ist Schweden offiziell der NATO beigetreten. Und hier möchte ich einmal auf die strategischen Sachen eingehen. Und zwar vor Schweden ist hier eine kleine Insel. Und wir haben hier diesen Baltikum. Die ehemaligen Sowjetstaaten, Litauen, Litauen. Und die Angst besteht, dass aufgrund von Kaliningrad, hier haben wir den Savalki Gap, dass aufgrund von Kaliningrad die Russische Föderation dann das Baltikum einnehmen werden wird. Da haben auch die Kollegen hier im Baltikum Angst, berechtigt, wie ich finde, dass es aus militärischer Sicht wäre das mehr als schlau, das einzunehmen. Da ist eine Gefahr beseitigt, mehr Territorium, mehr Pufferzone zur NATO. Logisch, es macht mehr als Sinn, das einzunehmen. Aber es gibt auch noch Kaliningrad. Und Russland ist ein sehr nationalistischer Staat, sage ich mal. Sehr nationalistisch, also ein Militärstaat, sagen wir mal. Ne? Da wird man von klein auf mit dem Militär groß und man weiß, was es ist. Man kennt die Brigaden, man sieht überall WDW-Pullover und also diese weiß-blau gestreiften. Das ist halt wie ein Kult in Russland. Und da wird man Kaliningrad nicht fallen lassen. Man wird den Savalki Gap schließen und die baltischen Staaten einnehmen im Falle eines Krieges mit der NATO. Und jetzt, wo Schweden in der NATO drin ist, wird höchstwahrscheinlich nach unserer Vermutung hier ein Flughafenstützpunkt eingerichtet, gebaut. Und dort werden wir eine Menge Eurofighter-Jets sehen, eine Menge F-16 sehen, die dort halt stationiert sind, dass falls Russland in die Richtung geht, der baltischen Staaten, dass dann gekontert werden kann, dass dann die Lufthoheit erobert wird und die NATO halt die Überhand gewinnen will. Das ist halt ein riesiger Sieg für den Westen, weil das gibt denen halt einen riesigen taktischen Vorteil. Auch Kaliningrad kann sehr schnell besetzt werden und der Gap hier, der Savalti Gap, kann sehr schwer zugemacht werden. So, das müssen wir beobachten. Also da wird jetzt in der nächsten Zeit nichts passieren, darauf will ich gar nicht hinaus, aber halt diese taktischen Hintergründe wollte ich einmal mit euch diskutiert haben. So, das wäre es eigentlich für heute, für die Ereignisse heute. Wir verurteilen jegliche Art von Gewalt und bevorzugen immer eine diplomatische Lösung, wie in jedem Video. Wir hoffen, das hat alles bald ein Ende. Und somit wünsche ich euch einen schönen Abend und bis morgen.